Ich sing in der Wind, lustig und frei, weil mein Herz so verblieb und ich nehm und schrei. Ich hab ein frisches Müll und ich bin nicht viel, denn wenn's mal drauf ankommt, dann reiß ich's auf. Ich sing in der Wind, lustig und frei, weil mein Herz so verblüht und ich nehm und schrei. Jeher ist der Arsch, es wäre Blamage, wenn mein Fuß flott nicht doch in Dritte wird. Lustig und frei, weil mein Herz so verblieb und ich nehm und schrei. Ich hab ein gutes Gemüt, Song find ich blöd. Wir stritten jetzt im Schatz immer nur für Kotz. Was ich schmeck, seht auch hinde noch bin Aue. Ich sing in der Wind, lustig und frei, weil mein Herz so verblieb und ich nehm und schrei. Er singt in der Wind, der Roland Engel, er ist unser Gast, seit morgen im Studio von France Bleu Elsass und ich sehe auf francebleuelsass.fr, es ist uns tuk, unserem Album Wurzle. France Bleu Elsass. Drei Viertelzehn wieder, da haben wir einen Gast im Studio. Und heute ist ein Gast, wie ich gut kenne, mit der Musik, wie er macht im Elsass. Auf unserem Programm kennen wir ihn auch gut, mit einem Lied auf Elsassisch, wie wir jeden Tag spielen. Der Roland Engel ist bei uns und das ist eine große Freude. Guten Morgen, Roland. Guten Morgen, Binant. Wie geht's euch? Oh, es geht, wie es in der alten Leute geht. Das hat, ich habe nichts gesehen. Hat er das auch gut angefangen? Doch, ja, ja, es geht. Nicht so wild. Ich habe die Stimme nicht verloren, das ist schon einmal wichtig. Hat er nicht so viel gesungen, du, über die Tage? Ich habe viel gesungen, aber trotzdem, es geht noch. Boah, ihr seid jetzt seit wie viele Jahren singen? Ah ja, ja. Das, ich glaube, der erste Schrei ist schon ein Gesang gewesen. Noch der Mama. Der Mama, für die Mama ist man ja immer ein kleiner Herrgott. Ne? Aber ich sag mal, ich habe früh angefangen zu singen, nicht unbedingt auf Elsässisch. Mhm. Aber ich habe meine erste Schallplatte 1976 aufgenommen. Das kann ein bisschen sagen, seit wie jetzt sind wir es gewöhnt, mit dem Winter für die Stimme. Ich habe nicht eine gute Sache. Ich bin geimpft jetzt auch, ich kriege. Das hilft auch mit.
Spritbuchschitz. Spritz oder besonders? Spritz, ja, ja, Spritz. Ich habe gedacht, ganz klassisch, klassisch, ganz klassisch. Ganz normal. Das Gurgel mit Weißwein oder mit Schnaps, das nutzt zu nichts. Ah, voilà, nur Brüschen hast du probiert, trinke es direkt, ist besser. Aber mit Moos trotzdem. Und Seel. Und Moos und Seel, genau. Roland, wie gesagt, ganz viel Sorge mit Est, seit der Jura lang, wie wir Est kennen, du im Elsass. Ich bin ein bisschen überall mit Konzerten. Wir werden davon reden, noch recht. Exil aus Epiphanias, was das genau ist, werden wir uns erzählen. Ich habe noch Neuigkeiten. Ich bin vielleicht am Arbeiten. Das wollen wir auch wissen, eben nicht, dass du Russ kommt. Das werden wir uns erzählen in ein paar Minuten. Auf France Bleu Elsass, der Roland Engel ist unser Gast. Und jetzt höre ich mal wieder ein Lied aus dem Album Wurzeln. Der ist vor 2 Jahren rausgekommen, gell? Genau. Es ist das Konzert, grosso modo, wie ich es alle durchsehen, aufs Sommerlied proposiert habe. Ja, dann haben wir auch viel fürs Elsassische, gell, mit dem Sommerlied auch natürlich. Und da höre ich mal ein Lied, das ist gut für das Jahr anfangen. Und wir sind sowieso auf alle 2 Seiten vom Rhein. Es heisst Lieb ohne Grenzen. Aber das höre ich mal gleich auf France Bleu Elsass. Unsere Liebe, die kennt keine Grenze. Du und ich können sich ergänzen. Das steht in keiner Zeit und in keinem Buch. Das steht in keiner Zeit und in keinem Buch. So wie du dich willst an mich bindet euch. Sogar in dem Regengeleie kannst du schwingen, Welve drehen. Meine Hand an dem Dunklen doch erkannt. Meine Hand an dem Dunklen doch erkannt. Deine 2 Brüste zart in meine Hand. Sing frei ohne Zickzacken von deinen Fingern unterpacken. Die wie oben, noch im Allgemeinen. Die wie oben, noch im Allgemeinen. Die wie unten tanzen auf strammen Beinen. Und die Quelle zwischen deinen Hüften, dort wie der beste Wind dufte. Weiß nicht, ob ich das sagen darf soll. Weiß nicht, ob ich das sagen darf soll. Ich trink gern dran und wurde bietet voll. Besser brücht mir dich nicht kennen. Mehr ganz allein zeigst du bitter die Nacht. Mehr ganz allein zeigst du bitter die Nacht. Ohne Grenzen mit dem Roland Engel, wie bei uns im Studio ist, France Bleu Elsass, ein Auszug vom Album Wurzeln. Also, Roland, ich habe es gerade gesagt, das Album ist rausgekommen vor 2 Jahren. Ich sind eine Weile nicht mehr näher machen. Ja, ja, inzwischen ist es auch schon näher wieder rausgekommen. Zwar in französischer Spruch. Ich singe auch nicht nur auf Elsassisch. Nein, ich singe auch auf Französisch. Ich bringe jetzt eigentlich meine 6. CD ganz auf Französisch raus.
Sie ist schon fabriziert, aber sie wird noch verteilt im Rahmen von den Konzerten, die ich in der Fastenzeit gebe. Wo ihr sind sowieso in der, im Top 3 von den Sängern, wie auf Elsassisch singen, das ist sicher. Und du mit dem Album. Und ich sind am Arbeiten für einen anderen, aber auf Französisch. Ich arbeite nicht dran, es ist schon aufgenommen. D'accord, dann kommt es mal raus. Es kommt raus für die Fastenzeit und man kann es dann nur in den Konzerten finden, wo ich gebe in dieser Periode. Ihr habt noch eine Seite Internet, dass wir alle Nachrichten finden, ihre Konzerte, das alles? Voilà, das finden wir alles. Wenn man eigentlich, wenn man moderne Recherche Roland Engel tippt, das mache ich gerade. Voilà. Ja, da findet man mich automatisch. Voilà, engel.monsite-orange.fr und da finden wir ihre Konzerte, ihre Neuigkeiten, alles, was du anbelangt. Man kann auch schreiben, wenn man eine CD bekommen will und vielleicht nicht kommen kann. Kann ja, das auch mehr ist alles möglich. Ah, ist alles möglich, ja. Wenn man ein Geschenk zum Morendo bei nächstens die Schwiegermutter wie Geburtstag hat, warum nicht ein schöner CD auf Elsassisch? Auch bei uns. Ich jetzt aber unter dem Donnerbaum, denn das ist jetzt rum. Das ist rum, ja. In der Schwiegermutter das müssen wir jetzt ins Osternest machen. Voilà. Oder sogar für Saint-Valentin, denn das Little Dolib ohne Grenze, das ist jetzt ein bisschen so Schmüserei, ja. Das kann vielleicht schön sein, du, an dem 14. Hornung. Aber denke dran, auf France Bleu Elsass. Ich habe noch so Konzerte, du bist der Drehkinister gewesen. Drehkinister ist Drehkiniskur, haben wir einen Versuch? Nein, ich muss ein bisschen aufbauen, ich esse glutenfrei. Glutenfrei. Ja, wir sind viel, kein Problem. Gibt es also glutenfrei Drehkinister, das müsst ihr probieren. Sie haben mich aber schon so industriellen Teig gekauft, aber das ist nicht besonders gut. Nein, das ist nicht besonders gut. Wir müssen es selber machen dann mit besonderem Mehl. Ihr bringt einfach den Duft vom Drehkinister mit euren Konzerten in Exil zu Epiphania und da werden wir davon reden. In 2 Minuten auf France Bleu Elsass mit unserem Rendezvous mit 9h50 le matin auf France 3 Alsace. Der Rezit noch ein kleiner Rüstzug vom Album Wurzel. Es heißt im Kreis. Wir stehen sehen im Kreis und blieben alle still. Wir stehen sehen im Kreis und blieben alle still. Wir stehen sehen im Kreis und jeder weiß, was er will. Wir stehen im Kreis und wir blieben still. Schon 20 stehen im Kreis und es kommen auch ein paar. Schon 20 stehen im Kreis und es kommen auch ein paar. 20 stehen im Kreis, alle still und doch solidar. Wir stehen im Kreis, es kommen auch ein paar. Wir stehen 30 im Kreis in Schlettstadt-Havelau. Wir stehen 30 im Kreis in Schlettstadt-Havelau. Wir stehen 30 im Kreis in Kreis France Bleu Elsass sind wir mit dem Roland Engel aus dem Album Wurzeln. Er ist unser Gast und ihr könnt ihn auch sehen auf francebleuelsass.fr oder mit ihrer Application France Bleu. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Guten Morgen, Hervé, guten Morgen, alle. Es freut uns, für mit euch zu sein. Mit dem Elsasser Hit auch. Ein Sänger, wie wir gut kennen und wie wir gut kennen auf France Bleu Elsass. Es ist der Roland Engel. Bonjour, Roland. Guten Morgen. Ihr nehmt uns mit. Bon, die Drehkinister ist rum. Der Drehkinister-Kur haben wir jetzt gegessen. Wir sind Kini, alle Kini im Elsass. Und da haben wir die Stimmung ein bisschen noch wieder gebraucht bis am Sundi. Denn da spielen wir uns Exil zu Epiphanias. Ja, das ist ein Konzert. Das ist nicht nur ein Konzert, das ist auch eine Erzählung. Die habe ich jetzt über die ganze Weihnachtszeit gebraucht. Und das ist das ganz letzte Konzert, wie ich gebe in Bergstedt.
am Sonntag jetzt. Voilà, nicht zu weit von fangen. Es ist, wie gesagt, Musik, aber auch Geschichte, das alles eine ganz kurze Vorführung. Wie lange dauert das? Also, eine Stunde, das ist nicht so lang. Sind Sie alleine? Nein, ich habe drei Musikanten bei mir. Isabelle Löffler, die singt und verschiedene Instrumente spielt. Der Jean-Luc Lams, wir haben Klavierisch. Und Vincent Bohr und der Kontrabass. Und was singen Sie zum Beispiel? Also, das sind meine eigenen Lieder. Also zu entdecken sind teilweise neue dabei, auch ältere auch, wie man wieder frisch aufgemuntert hat. Ja. Wenn andere Musikanten dabei sind, klingt es immer wieder anders. Ne? Und ja, das muss auch alles mal ändern. Und für uns ist das, unser Weihnachtskonzert nimmt fertig. Ja, und die Wiener da gehen wir auch nicht besonders. Ich habe schon ein Programm vor, auf Französisch, wie ich dann in der fasten Zeit gebe. Und das muss auch eingeschafft werden, das muss eingeübt werden. Und das hat eine Hüfe Zeit. Ja. Und das ist ja schon also jetzt für das Konzert, für die Vorführung am Sonntag in der Kirche in Berstedt. In Berstedt um 16 Uhr. Voilà, nicht weit von Fangen. Und du kann man so Liedle kann man mitsingen. Ist das kostenlos? Es ist kostenlos. Alle können kommen? Ja. Gibt es noch Platz? Es können alle kommen, bis es die Kirche voll ist. Voilà, ja, noch recht. Aber wie es unser Pfarrer Roll sagt, wenn alle Leute in die Kirche gehen, dann gehen sie nicht alle in die Kirche. Aber es ist ein guter Rot. Also. Es ist in der protestantischen Kirche von Berstedt an dem Sonntag, 14. Januar, mit dem Roland Engel und die ganze Equipe Exil zu Epiphanias. Also, verabschiede es nicht auf francebleuelsass.fr erwähnen wir das alles noch einmal. Merci und bis morgen wieder, Hervé. Das wäre es für heute. Schönen Tag noch.